Am 20. September 2023 verlassen wir die Oponohu Bay auf Morea. Und es geht nach Huahine. Hatten leider nicht so schönes Wetter hier. Viel geregnet. Wir hoffen, dass das jetzt besser wird auf Huahine. Morea verschwindet hinter uns und auch im Hintergrund sieht man noch den Berg von Tahiti. Wir haben 80 Meilen bis Huahine. Leider ist ein bisschen wenig Wind und wir werden hin und her geschaukelt. Nach einer schaukeligen Nacht mit schlagenden Segeln geht jetzt gleich die Sonne auf. Da hinten kann man noch Morea und Tahiti sehen. Und wir haben noch 32 Meilen nach Huahine. Welches man da vorne auch schon sehen kann. Kurz nach 9:30. Irgendein Fisch nähert sich unserem Boot. Jawohl. Ah, der hat gut 300 Meter rausgezogen. Und jetzt ist er nur noch 20 Meter weg, aber fast senkrecht unterm Schiff. Ein Handschuh wollte ich haben. Was bist du für einer? Oh, eine schöne Maserung hast du. Und du bist auch gar nicht so klein. Ja, kann gut sein. So. Da ist er. Ein Wahu. Leider ist der Wind komplett eingeschlafen und wir mussten den Motor starten. Jetzt fahren wir hier entlang des Außenriffs von Huahine. Da brechen sich die Wellen. Noch 4 Meilen, dann nehmen wir den Nordpass. Soll ein einfacher Pass sein, ziemlich breit. Also müssen wir jetzt nicht warten auf Slacktide. Direkt hier in der Einfahrt ist eine Walfamilie. So ist das hier an Bord. Die Annette, die darf die elektrischen Geräte benutzen. Du bist so ein Schwindler, so ein Aufschneider, weil du einmal so ein paar Körnerchen drehen sollst. Und der Michael dreht schon seit Stunden hier an dieser manuellen Mühle. Also ich weiß ja nicht, woran der Michael gedreht hat, aber bis eben hat er noch seine Schuhe versucht irgendwie zu kleben. Das stimmt so nicht. Also ich habe das Dingi geklebt und auch die Schuhe. Und jetzt wisst ihr Bescheid, ne, wie das hier so ist an Bord. Kaffee und Kuchen auf der Limelight. Yeah. Ganz viel Kuchen. Schokoladenkuchen. Mit Banane. Und Annettes berühmtes. Das ist immer alles berühmt. Ist das unglaublich? Ja, ja, klar. Kokos Limette. Das ist voll berühmt. Ja, und Annette ist ja die. Was habe ich gelesen? Was hast du gesagt? Die Meisterköchin. Wo hast du das gelesen? Wer hat das gesagt? Die 5-Sterne-Köchin. Ach, die 5-Sterne-Köchin. Ja. Steht das im genau. Gästebuch von Pia. Ja. Der Eintrag von Pia. Ja. Erster Landgang auf Huahine.
Guckt euch mal an, wie die Annette aussieht. Den ganzen Tag ist es schon am Regnen. Und dabei soll der starke Regen erst heute Nacht noch kommen. Das wird ja ein Spaß. Es hat aufgehört zu regnen. Wir sind im Huaine Yacht Club zur Happy Hour. Ist der Wahnsinn. 1,5 Liter kosten nur 1000. Aber es ist schlechtes Wetter vorhergesagt. Es wird eine anstrengende Nacht, glaube ich. Wieder mal ein Ruder-Event. Ein berühmtes polynesisches Einbaumkanu mit Ausleger. Ja, es ist auch schon ein bisschen fortschrittlich, nämlich auch aus Fiberglas und Plastik. Aber doch ziemlich schnell. Wirklich schön angelegt hier alles auf Huaine. Lang Regen und viel Wind hatten, haben wir heute zum ersten Mal wieder etwas Sonnenschein. Und das werden wir jetzt gleich nutzen, um im riesigen Aquarium ein wenig schnorcheln zu gehen. Gemeinsam mit Nelly und Alan von der Merla haben wir uns ein Auto gemietet und fahren einmal ringsrum um Huaine. Landausflug auf Huaine. Unser erster Stopp im Muschelmuseum. Die dürfen ja fotografieren, habe ich. Ja. So viel schöne Muscheln. Karavanina mu toroto.
Wir befinden uns an der Kultstätte Fare Rote. Vor uns sieht man die 6 großen Maras und unzählige kleine Steinskulpturen, die sich auch noch über den ganzen Matai-Rea-Hill verteilen. Neben den Zeremonieplattformen rund um den Fare Pote, die die Verteidigungs-, Versammlungs- und Zeremonieorte der ursprünglichen 8 Stämme der Insel darstellen, ist diese hier direkt am Meer liegende Manunu-Mare am eindrucksvollsten. Die Annette hat Gemüse gefunden. Frische Paprika. Ja. Der Zugang zur Lagune. Und das sind hier die alten Fischreus, wo die Fische dann rein getrieben wurden oder reingeschwommen sind und dann nicht mehr raus konnten. Boah, das war einfach. Eine Kultstätte, wo der Gott Tane verehrt wurde. Das ist der Gott des Krieges und des Fisches. Wir halten jetzt hier Ausschau nach den heiligen Aalen mit den blauen Augen. Habt ihr schon welche gesehen? Ja, etwa 100. Und da haben wir einen heiligen Aal mit blauen Augen. Und da ist alles voll. Oh ja, da ist sogar Bewegung. Kommt einer raus und ja. Wir sind am Aussichtspunkt. Und das sind 2 getrennte Inseln. Da vorne ist eine Brücke dazwischen. Das ist im Süden von Huainan, das ist der Norden von Huainan. Die Designerin zeigt uns, wie man diese Stoffe bemalt. Zuallererst wird eine Umrandung gezeichnet, die dann das Auslaufen oder Zerlaufen der Farbe auf dem Stoff verhindert. Anschließend kann man die Flächen mit verschiedenen Wasserfarben füllen und schon ist das Pareo, nachdem es in der Sonne fixiert wurde, fertig. Ein polynesisches Pareo. Wieder mal ein archäologischer Steinhaufen. Ganz schön große Platten.
die sie hier bewegt haben. Vulkangestein. Auf einer Vanilleplantage. Hier wachsen die richtig an einem Baum. Schaut euch das an. Alles voll. Und hier ist das schon richtig kultiviert. Aber ich sehe auch keine Schoten dran. Ist nix. Da wird jetzt Vanille gekauft. Ja. Perfekt. Ein so ein Paket kostet 45 Euro. 45 Euro. Da gibt es jetzt ein kleines Eis. Schaut euch mal diese Palme an. Die ist total umwurzelt von dem Baum. Irre. Jetzt bist du da oben hingeschafft. So, unser Inseltrip endet in der Distillerie. Ein Kokonut-Haselnuss-Likör. Und Kaffee. Und? Ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht? Okay. Aue akukai na tumue Karawanina mu toroto Kiriti iamai Te awaroae Te kaina kua ki te kierau, te kaina kua ki te kierau, tari vera e te papata ie. Aue aku kaina tumue, tarawanina mu toroto, kiriti ia mai. Te awaroa e Te kaina kua ki te kierau Te kaina kua ki te kierau Tari vera e Wir verlegen unseren Ankerplatz hier auf Huaine. Wir wollen nach Waiorea zu einem kleinen Motu. Dort soll es auch Mantas geben und Anemonenfische. Und somit fahren wir jetzt hier vorbei an der Küste von Huaine. Da vorne ein Ferienresort, ist aber nicht geöffnet. Ich weiß nicht, ob die alle Corona hier nicht überlebt haben. Aber kein Mensch da. Außenriff.
Eine herrliche Farbe des Wassers. Ich mache heute eine Rundwanderung. Fuahine, oben auf dem Berg. Aber so wie es hier aussieht, ist hier schon lange keiner mehr gelaufen. Laut Wikiloks geht der Weg nämlich da hoch. Da bin ich ja mal gespannt. Das wird. Ja, ein richtiger Weg ist das nicht. Ich muss mich da jetzt hochkämpfen, um oben auf den Berg zu kommen. Na, die ersten 140 Höhenmeter habe ich geschafft. Der erste Ausblick. Oben auf dem Kamm in nur 140 Meter Höhe sieht die Vegetation jetzt so aus. Das ist irre, wie schnell sich das hier ändert. Immer wieder diese tollen Ausblicke. Das ist so toll mit diesem Außenriff und dem der kiesstrahlend blauem Wasser. Wahnsinn. Ich bin begeistert. Am 2. Oktober verlassen wir Huaine. Das Wetter ist nicht ganz so toll. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen nach Raiatea. Ungefähr 25 Meilen in diese Richtung. Wir hoffen, dass es nachher noch mal aufreißt und wir schönen Sonnenschein bekommen. Jetzt müssen wir uns erst noch mal hier durchschlängeln, um zum Pass zu kommen. Der dort oben ist und dann geht's nach Raiatea. So verabschiedet uns Huaine. Dicke Wolken, Nieselregen, kein Wind. Huaine ist einfach traurig. Genau, weil wir hier nicht fahren. Schön hier. Wa ti fai a tu ido ti onei.